Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Mein Name ist Lola Jasmina und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich zu einem neuen YouTube-Video von mir. Heute für euch habe ich endlich wieder mal ein Aufgebraucht-Video. Wir hatten dazwischen seit Oster und es hat sich einiges zusammengeleppert. Ich habe einige neue Produkte ausprobiert und es hat sich auch sehr viel Waschmittel in den 2 Monaten wieder angesammelt. Ich bin alleine mit Kind und ihr wisst eh, wie Kinder sind. Einmal am Spielplatz im Kindergarten, da muss man wirklich fast täglich die Wäsche wechseln. Außer Hoodies oder so eine Kapuze geht, aber so T-Shirt und vor allem jetzt, wenn wieder Spielplatz-Saison ist, Socken, sehr viel Sand und, und. Also auf jeden Fall habe ich locker 2 bis 3 Waschmaschinen in der Woche. Es kommt immer darauf an, ob wir Bettwäsche haben oder nicht, aber es läppert sich schon einiges zusammen. Ja, ich warte immer, bis die Waschmaschine voll ist und dann schmeiße ich. Also 2 Waschmaschinen der Woche ist bei mir fix, würde ich sagen. So, ihr Lieben, ja, jetzt würde ich sagen, legen wir mal los. Und ich würde sofort mit den Masken loslegen, damit mir das Serum nicht hier auf der Couch fällt. Würde ich sagen, legen wir mal los mit den Masken. Und zwar meine erste Maske, die ich das allererste Mal getestet habe, ist etwas fürs Dekolleté, eine Tuchmaske bei Knitterfältchen. Also ich kann euch jetzt wirklich nicht beim ersten Mal sagen, dass die Knitterfältchen weg waren. Aber ihr Lieben, das hat mir sehr gut getan, vor allem ich war am Abend, ich war schon müde, ich war schon ausgelaugt und dann habe ich das da hingegeben. Das war so angenehm, es hat so richtig gekühlt und man hat richtig gemerkt, dass das halt gut getan hat. Ne? Ich sollte wahrscheinlich öfters auch so Serum oder so vielleicht mehr auf Dekolleté auch vielleicht bearbeiten. Werde ich mir jetzt in Zukunft auf jeden Fall vornehmen. Die Maske habe ich aus einem Zebertrash, deswegen kann ich euch gar nicht sagen, wo man die kaufen kann. Und zwar steht da Ditz Schmidt Cosmetics. Frauenschmitzbeauty.de, also es kommt aus Deutschland, hat mir sehr gut getan und wenn ich die irgendwo sehen würde, würde ich sie mir auf jeden Fall nachkaufen, weil sie für mich sehr, sehr angenehm war. Eine Maske, die ich schon seit Jahren kenne, Nummer 1 Deutschlands meistgekaufte Gesichtspflegemarke und zwar von Schebens. Das ist eine richtig gute Maske, vor allem die Hyaluron Tuchmaske ist sehr gut, 144% mehr Feuchtigkeit. Die haben sich sehr verbessert und die sind immer mehr und mehr mit Feuchtigkeit getränkt. Tipp für einen extra coolen frische Kick-Tuchmaske im Kühlschrank aufbewahren. Auf jeden Fall, ja, ich liebe die Schebensmaske, ob das jetzt Creme ist oder Tuchmaske. Die haben Vitamin C, die haben Kollagen, also die haben richtig, richtig gute Sachen und ich glaube, dieses Hyaluron ist etwas, was sehr gerne gekauft wird. Auch die Augenpatches haben einen super schönen Material. I love it. So, das erste Mal habe ich von Garnier die schwarze Tuchmaske mit Bambuskohle getestet. Und zwar war die liebe Jenny immer begeistert von dieser mit diesen Bambuskohle. Ich habe sie noch nie getestet mit Bambuskohle und ich habe sie getestet. Ich mag sie richtig sehr, vor allem diese Unreinheiten und so. Also ich fand diese schwarze Tuchmaske richtig gut. Man hat richtig gemerkt, wie die mattiert hat, die Haut, wie die Haut einfach dann schöner war. Und ich werde mir auf jeden Fall eine im Backup sichern. Ich muss schauen, welche Marken noch so Schwarzkohle haben. Aber die war richtig gut. Man hat nämlich gemerkt, da hat sich gleich was getan, hat mir richtig gut gefallen. Diese Maske hat mir auch sehr gut gefallen, die ist aus den Müller, das ist ein Produkt von Korea. Das Material war so richtig dünn, der Kokos hat gerochen, wie wenn man auf einen Hawaii-Urlaub ist. Also vom Material her war diese Maske richtig, richtig gut, würde ich mir auf jeden Fall noch einmal kaufen, wenn ich im Müller bin. Dann haben wir hier von Yuti die Augen- und Lip-Superset, habe ich getestet in einen Short. Ich fand wirklich ganz toll, für 99 Cent bei Müller gab es schon Augenpatches und Lippenmaske bei uns in Österreich. Und das ist das Paradise Punch und ich finde es super, wenn man Augenmaske macht, kann man auch gleich die Lippen machen. Finde ich richtig gut und ich habe 3 im Backup. Ich weiß nicht, ob das jetzt weiterhin noch vertreten wird oder war das nur so eine Limited Edition, dass die 2 einen waren. So, das nächste, was ich getestet habe, war von Isana Hydrogel Augenpads, Hydrolon und Drachenfund.
Fand ich richtig süß, auch vom Geruch her, fand ich auch von dem Motiv sehr lieb. Ich glaube, das war so eine Wolke, wenn es mich nicht täuscht. Fand ich richtig okay, also ich kann da nichts bemängeln. So, dann kommen wir zu der Action-Tuchmaske und zwar, das ist diese 7-in-1-Woche-Tuchmaske und da fand ich, das Material hat irgendwie so wie Baumwoll und deswegen liebe ich diese 7-Tage-Woche. Die haben nämlich immer so ein extra Material und das ist dieses Glitzer-Sheet-Mess mit Kurkuma, war richtig gut. Ich sag's immer wieder, die Action-Masken sind immer gut. Eine Maske, die ich über alles liebe und die ich euch schon ein paar Mal vorgestellt habe von GM Sultan, die Believe in Nature Cactus. Das ist eine Maske, die würde ich immer wieder kaufen. Die ist schwarz, hat Kaktusfeigen und beruhigende Maske mit Kaktusextrakt, die ihr empfindliche Hautfeuchtigkeit spendet und für ein angenehmes Hautgefühl sorgt. Also falls ihr mal bei Müller sein solltet, ihr könnt es gerne mal ausprobieren, aber nur die Kaktus, das ist meine Lieblings, die ist richtig, richtig gut. Ich habe schon mehreren empfohlen und viele haben gesagt, Lola, die ist richtig gut. Auf jeden Fall hat die ein Warnsieger mit der Dermatest 2020, vegan, made in Korea sogar. Also ich liebe diese Masken und die mit Kaktus ist auf jeden Fall meine Nummer 1. Ich war positiv überrascht. Ich war im Outlet Center und habe mir endlich diese Maske gegönnt von L'Oreal. Diese Maske kostet bei uns um die 4 Euro und im Outlet Center 2,15 Euro und deswegen habe ich sie genommen. Das ist eine super tolle Maske. Die ist so gut getränkt, hört's mal, da ist noch immer Serum drinnen, die war so gut getränkt, die war dünn, also die hat ihre 4 Euro wirklich verdient. Ich wollte mir dieses Serum kaufen, weil ich von denen die Creme habe, leider war das Serum im Outlet Center nicht, sonst hätte ich mir das Serum mitgenommen. Eine Maske, die mir überhaupt nicht gefallen hat, war von Action, die Clair Deep Sheet Mask. Vulkan und Hibiskus, die hat mir nicht gefallen, die hat ein bisschen so gejuckt und war auch so, die hat so ausgeschaut, so ein bisschen so wie Tonerde, war das irgendwie so gedrängt, ja. Dieses Vulkanclair, das hat man nicht gut getan, das hat die Haut ein bisschen dann so zum Jucken angefangen. Genau, also das würde ich mir von der Reihe zum Beispiel nicht mehr kaufen, aber sonst kann ich nicht meckern. Genau, ihr Lieben, was ich leer gemacht habe und was ich mir auf jeden Fall sehr, sehr gerne nachkaufen würde, ist von Vichy, das ist dieses Nevovadiol Meno-5-Bi-Serum. Leute, ich liebe Vichy, Eucerin, La Poroche, das sind solche Marken, die gehen wirklich immer gut. Genau, dieses Vichy habe ich einmal gehabt im Adventskalender von der Claudia vor 2 Jahren und zuerst habe ich es mal getestet und jetzt habe ich es leer gemacht und ich liebe es. Ich weiß nicht, was das genau kostet, aber wenn das einmal ein Angebot ist, würde ich das gerne mir nachkaufen. Ich finde überhaupt, Vichy hat wirklich super tolle auch Serum. Da gibt es auch ein Serum in Blau, das habe ich eh schon lange in Aussicht. Auf jeden Fall fand ich das richtig, richtig gut. Dann habe ich endlich etwas leer gemacht. Aber es war richtig, richtig gut. Das ist von Balea Beauty Expert Peeling, AHHPHA. Leicht schäumendes chemisches Peeling, sanfte Reinigung, Panthenol und Aloe Vera. Was mir bei denen gefallen hat, bei diesem Peeling-Glänzer, das war so eine cremige Textur, die hat die Haut nicht ausgetrocknet, die hat nicht die Haut so mit Körner, dass man sagen kann, okay, da hat man nicht gut oder da waren so Perlen, die geplatzt haben. Das war so richtig wie ein, ja, wie ein schäumendes Cleanser, ja, in Cremeform, ja, war richtig gut. Und das ist mit Aloe Vera. Also, mir taugt's und ich kann euch das wirklich wärmst empfehlen. Natürlich möchte ich wieder auch andere Sachen von Balea testen. Aber ihr Lieben, wenn ich die Möglichkeit jetzt hätte und mir immer sagen müsste, würdest du das wieder kaufen? Auf jeden Fall ja, schon alleine wegen dieser wunderschönen Konsistenz. Ich habe da noch ein bisschen was drinnen, das schaut am ersten Zeit aus wie ein Gel und dann, wenn man das so schäumt mit Wasser, ja, seht ihr das? Das ist so wie eine Gelcreme
Und wenn man das dann reibt, merkt man dann richtig, dass das so richtig angenehm ist. Die Haut fühlt sich danach super. Und ja, also auf jeden Fall ein Produkt, was ich euch empfehlen kann. So, ihr Lieben, dann habe ich etwas von Lono Lips. Das ist 101 Multibalm Strawberry. Und ich habe den leer bekommen. Ein richtig gutes Produkt. Und zwar, was mir an dem gefallen hat, war, dass das so gut nach Erdbeer gerochen hat. Und das habe ich mir immer, bevor ich schlafen gegangen bin, draufgeschmiert. Und ja, leider, leider schon leer, aber ein richtig, richtig gutes Produkt. Und wenn mich jemand fragen würde, ja, ich würde es nachkaufen, weil ich fand das Produkt richtig, richtig gut. Ein Produkt, was ich jetzt schon sehr, sehr liebe, von Dresdner Essence, Don't Worry, Be Happy. Das sind diese Aroma-Booster, wenn ihr euch erinnern könnt, die haben ja auch sehr große Flaschen. Das ist dieses Badeschaum. Dieses Dresdner Essence riecht super gut. Man hat irgendwie das Gefühl, ja, es riecht noch immer so gut. Man hat das Gefühl, man hat eine frische Orange geschält. Also das Bad war richtig, richtig gut. Ja, es war richtig gut. Es war nämlich so ein Aroma-Booster mit Mandarinen- und Orangenöl und Tonka-Extrakt. Also richtig gut. Das macht doch gleich happy. Also mich hat das auf jeden Fall gleich happy gemacht. Man kriegt sofort Glücksgefühle, weil das einfach so angenehm riecht, diese Aromadüfte, also richtig, richtig gut. So, dann kommen wir zu etwas, wo ich ehrlich gesagt bin, nicht so feiere. Ich hatte das irgendwann mal in irgendeiner Box oder Geschenk, ich weiß nicht mehr von wem. Das ist dieses Black-White Silk Smoothie, das heißt, man kann das auf den schwarzen und weißen Kleidung tragen und man hat dann so kleine Flecken. Hat mir persönlich nicht geholfen, dass ich sagen kann, ich war Schweiß quasi, dass man vom Schweiß nicht etwas riechen könnte. Sobald ich ein bisschen mehr unterwegs war oder ein bisschen was Schweres getragen habe, hat man dann schon gemerkt, ein bisschen diesen Schweiß. Mein Lieblingsprodukt ist von Nivea Dry Comfort, was ich schon 20 Jahre habe, dieses Roll-On. Und wie gesagt, ich hatte das, habe es jetzt verwendet, eben deswegen, weil man das auch leer kriegen will. Es bringt mir nichts, wenn es zu Hause steht. Aber trotzdem, ihr Lieben, mein Roll-On Nivea kommt gegen gar nichts an und am nächsten Tag hat man das Gefühl, man riecht noch immer ganz normal. So, dann habe ich auch etwas leer gemacht, wo ich eh gesagt schon happy war, dass das endlich mal leer war. Das war von Essence Energy Kick und zwar 60 Gummis, Vitamin B6, B12, tragt zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei. Ja, auf jeden Fall hat es sehr gut geschmeckt. Ob es mir Energie gebracht habe, kann ich euch leider nicht so bestätigen. Aber es hat gut geschmeckt. Nach Beeren waren drinnen, es waren drinnen, was war da noch drinnen? Ginsewurzel, Q10 war drinnen, Biotin, Folsäure. Also es hat sicherlich ein paar Vitamine für meinen Körper beigebracht, aber ich kann euch jetzt nicht sagen, dass das jetzt so puh, puh gepusht hat und so. Das nicht, aber wegen den Vitaminen her, ja, ist es okay. Man dürfte nur zweimal am Tag nehmen und genau, war so mit ein Smiley. Ja, es war okay, aber es hat jetzt keine Energie gebracht. Aber dafür, dass Vitamine drinnen waren, finde ich nicht schlecht, weil ich sowieso einmal im Jahr so eine Vitaminkur zu mir nehmen möchte. Eine Feile, die ich jetzt schon langsam entsorgen möchte von Ebelin, die hat hier schon nichts mehr, was man abfallen kann, hat 2, 3 Monate bei mir gut angehalten und ja, jetzt wird es Zeit, dass man die einmal austauscht. Und die von Ebelin, die Banana, super, genauso wie Essence. Ich finde die super und ich kann sie euch empfehlen. Die von Action kann ich euch nicht empfehlen, die eigene Marke. Dann kauft es lieber, gibt es ein paar Cent mehr und kauft euch lieber die. Etwas, was ich mich entfernen muss von den Manhattan 3 in 1 Easy Match Concealer. Da läuft schon Wasser an. Ich habe schon versucht auch zu schütteln, so, aber nein, das bringt nichts. Sobald ich das draufgeben möchte, den Concealer, hat er Wasser und ja, genau, es ist nicht mehr das, was er war. Das ist nämlich ein Concealer und ein Highlighter.
Das ist ein 3-in-1 Easy Match Concealer Soft Beige. Ich glaube, dass das auch gar nicht mehr zum Kaufen gibt. Auf jeden Fall, nein, würde ich nicht mehr verwenden, weil ich habe eh genug Concealer und schade. Aber wie gesagt, wenn das Produkt so wässrig ist und war auch nicht so gut, schon alleine diese Pinsel, ja, ich bin mehr so dieser Applikator, also Fan. Genau, aber ich wollte es unbedingt testen. Es war jetzt nicht schlecht, aber ja, mit der Zeit hat sich das irgendwie so abgesetzt und so. Und deswegen würde ich das nicht mehr kaufen. Etwas, was ich auch nicht mehr kaufen möchte, und zwar ist das diese Ombia. Das war eine eigene Marke vom Balea, na, von Hofer. Das ist bei euch der Aldi. Und die Tücher waren jetzt noch drinnen, was ich gesehen habe. Die Tücher sind komplett ausgetrocknet. Scheinbar war das nicht so ordentlich zu und sie sind abgetrocknet. Die ersten zwei Male, wo ich sie verwendet habe, war ich richtig okay, sind nicht schlecht. Entfernen jetzt nicht ganz 100% das Make-up, das möchte ich auch dazu sagen. Aber für Swatches geht's. Aber wenn man die nicht gut zumacht, sind die eingetrocknet, dann sind die von Action sogar besser. Wenn man die jetzt nicht immer hundertprozentig so zumacht, hatte man noch immer das Gefühl, der ist noch immer super toll durchfeuchtet oder so. Wie gesagt, ich meine, für Swatches ja, aber ich würde es nicht mehr kaufen. Genau. So etwas, wo ich richtig, richtig happy war, dass das jetzt endlich leer war. Ich glaube, ich habe diesen Duft vor 2 Jahren gekauft und Leute, ich meine, er riecht noch immer so wie vor 2 Jahren, aber irgendwie habe ich den überhaupt nicht gemocht. Das ist Paradise Feeling, das war nicht mein Duft. Also, ich weiß nicht. Also, irgendwie war ich schon happy, dass ich den leer bekommen habe, weil der war überhaupt nicht so meins. Und genau, ich war happy und ich würde mir den nicht mehr nachkaufen. Ich würde mir generell von Denk mit nicht mehr nachkaufen, weil ich billiger bekomme beim Action und habe super tolle Marken, was genauso viel kosten oder passend mehr und habe dafür wirklich eine Freude, wie zum Beispiel diese ganzen, wie heißen diese ganzen Airwigs oder was es jetzt schon alles gibt, ja, habe ich damit eine viel mehr Freude. So, dann ist mir von Barbour Cleansing Rose Tonic Essence leer gegangen. Fand ich richtig gut. Wie gesagt, die kosten um die 18, 19 Euro. Ja, fand ich gut. Da ist nur etwas drinnen, aber das werde ich nicht mehr verwenden, weil das steht schon länger. Fand ich richtig gut. Das ist ein tonisierender Gesichtswasser für jede Haut. Das habe ich mal im Outlet Center gekauft letztes Jahr. Es war nicht schlecht, dieser Cleanser. Und wie gesagt, er ist jetzt nicht so bum-bäm wie die Barbour-Ampullen. Er ist okay, aber es gibt Besseres für meine, also Verhältnisse. Zum Beispiel würde ich Eucerin oder so bevorzugen oder La Poche zum Beispiel. Wie gesagt, halt von Barbour finde ich halt richtig gut, wirklich die Barbour-Ampullen. Das können die wirklich gut. Die haben sogar auch ein Zuckerpeeling, was ich sehr feiere. Aber die anderen Produkte oder dieses Hühleröl zum Ab-Mega-Reinigen, das finde ich gut. Aber es sind jetzt nicht alle Produkte, wo ich warm geworden bin, dass ich sagen muss, ich muss jetzt alles haben. Aber die haben schon einige Sachen, wo ich sagen kann, Spitze. Genau. Ja, in meiner Biber-Bonusbox war von Sacrotan 99,9 Bakterien und so. Habe ich mich sehr gefreut, denn vor 4 oder 5 Wochen hatte mein Sohn Magen-Darm-Grippe und da habe ich das verwendet, weil er hat mir nämlich das ganze Bett leider, ja, es ist ihm also hoch aufgestoßen und da war ich richtig happy, dass ich sowas gehabt habe. Früher habe ich das öfters gehabt, so eine Flasche, aber jetzt braucht man es ehrlich gesagt nicht mehr. Er ist schon groß und wie gesagt halt, ne? Ja, auf jeden Fall ein Produkt von Weleda, Lip Balm Berry Red. Das ist mir eingetrocknet hier bis zur Hälfte und deswegen, und ich würde es auch nicht mehr kaufen. Es war nicht so meins. Und es riecht furchtbar, wenn das ein bisschen dann schon nicht mehr das ist, was es war. Das riecht schon richtig so, ja, also, wenn ich das jetzt beschreiben kann, so wie ein altes Gemüse oder so. Wie gesagt, ich will gar nicht drüber
nachdenken. So, etwas, was ich leer gemacht habe, ist von Ritualist Arrangers. Das ist dieses Indianrose und Almond Sweet. Fand ich jetzt nicht schlecht, aber dadurch ich von dieser Serie jetzt nicht so der Fan bin, was mir nicht gefallen hat bei dem war es, dass das Peeling so viel so Zuckerpeeling hatte. Ich bin mehr so die cremige und Ritualist hat auch ab und zu auch cremige Produkte, was ich feiere, aber ich mag diese Zuckerpeelinge nicht so sehr wie diese cremige Körndl. Also ich bin da mehr so ein Fan. Von Geruch her war es ganz okay. Wie gesagt, ich mag lieber das Sakura oder das Karma, aber ja, es war trotzdem pflegend und es hat trotzdem meiner Haut gut getan. Peeling ist Peeling. Aber ich würde es mir ehrlich gesagt nicht mehr nachkaufen. Ich würde mir dann eher so ein Creme-Peeling nachkaufen, wenn ich die Wahl hätte. Ein Produkt, was ich nie wieder mehr kaufen werde, und zwar, ich war mal beim Action, da hat jemand gesagt zu einer Verkäuferin, oh, das ist so gut, das ist von Airwix, das sind so drei, glaube ich, in einen. Und das drückt man da drauf und da war nämlich so eine Flüssigkeit und das saugt dann so auf. Ganz ehrlich, ich habe nicht ein einziges Mal gerochen, dass das WC angenehm war. Das Einzige, was wirklich am Anfang gerochen hat, das war ein bisschen ganz am Anfang, aber danach hat sich das irgendwie sehr, sehr leicht tendiert. Und deswegen finde ich das, würde ich persönlich nicht mehr nachkaufen. Was ich wirklich sehr cool finde, sind diese Düfter, die oben so spritzen. Ja, so, das kann man ja einstellen mit der Zeit. Das finde ich gut. Oder die mit den Stecker. Also die mit dem Stecker, da kann ich jetzt schon garantieren, also die mit dem Stecker, da war mal meine Freundin zu Besuch und sie hat gesagt, boah, was riecht denn das so gut? Mario kommt zu Hause, Mama, was riecht denn das so gut? Also es, und da gibt es in mehreren Richtungen, zum Beispiel Flieder, Baumwolle, auch zu Weihnachten haben sie Vanille gehabt, Kekse, gerade zur Weihnachtszeit, wenn das alles so nach Kekse riecht, das kann ich euch wirklich empfehlen. Aber das da war sehr, sehr mager und drei Stück für 7 Euro sehr teuer. Genau, dann was ich leer bekommen habe, ist von dieser Balea Plexcare Spülung. Ich liebe diese Serie. Ich habe jetzt von der Serie ein Haarmaske gekauft und ich bin sehr gespannt, wenn ich dann alle drei verwende. Auf jeden Fall fand ich von Balea das Beste. Ich weiß, das schaut so ein bisschen komisch aus, weil ich da schon so alles ausgedrückt habe. Aber ihr Lieben, diese Reihe von Balea ist richtig gut. Die haben jetzt ein Öl rausgebracht. Dann glaube ich, haben sie sogar auch ein Spray, glaube ich, oder ich weiß genau nicht, was das war. Irgendetwas für die Haare, das Öl würde ich mir gerne zulegen, vielleicht für die Spitzen einmal, aber die haben sich richtig ins Zeug gelegt. Etwas, was ich zurzeit im Bad stehen habe, ist von CD, das ist von Avocado. Das habe ich mir auch damals beim Action gekauft und wie gesagt, also wir werden jetzt vielleicht noch 2-3 Tage auskommen. Und danach kommt es im Mistkübel, war sehr angenehm, war sehr gut. Aber ihr Lieben, wenn ich mich entscheiden müsste, zwischen welchen Waschcreme, wenn ich jetzt mich entscheiden müsste, würde ich das von Emasa nehmen. Das hat so gut gerochen, das war cremig, das hat die Hände gepflegt. Ich meine, das war nicht schlecht, aber es ist nicht vergleichbar mit Emasa. Das war nämlich dieses Charming Blossom. Und zwar gab es das beim Chicken Max von, ich glaube, von 8 Euro oder 6 Euro auf 2 Euro irgendetwas. Und da habe ich mir, glaube ich, 3 mitgenommen. 2 habe ich hergeschenkt und 1 habe ich jetzt endlich auch einmal für mich übergelassen. Und ihr Lieben, das ist richtig, richtig gut. Man merkt einfach, der Geruch alleine und das Cremige. Ja, also ich mag auch von Ritualist auch diese Handseifen auch wirklich sehr, sehr gerne. Ich weiß, das kostet das 9 Euro im Vergleich zu 2 Euro. Aber ab und zu kann man sich das gönnen. Und wenn man das beim TK Maxx findet, schnappt euch das, weil es ist wirklich ein Schnäppchen. Genau, ich habe wieder mal von Action ein Trockenshampoo leer gemacht. Ich liebe es. Es macht nicht so viel weiß und
man schaut immer fresh aus. Das ist von Beauty Depp und kostet um die 1,60 Euro und tut genauso gut seine Arbeit wie die anderen. Das von Batiste bin ich überhaupt nicht der Fan. Da sprühst du drauf, hast gleich so einen weißen Patzen. Ist mir oft vorgekommen. Und bei dem und bei Balea kostet einiges weniger und man hat nicht dieses Gefühl, man hat so weiße Patzen. Genau, deswegen kaufe ich die immer sehr, sehr gerne auch bei Action oder bei Balea. Bei Balea habe ich jetzt endlich diese Tuchmaske leer gemacht, weil die wird bald kaputt gehen vom Datum. Ja, hat mir überhaupt nicht gefallen. Das war so ein cremiges Serum, das war so cremig, das war auf der Haut so unangenehm, ich musste da abbrechen, es hat mir wirklich nicht gefallen. Obwohl diese Serie gut war, ich hatte davon sogar auch das Trockenshampoo und ich glaube sogar auch eine Augenpads oder irgendetwas war noch von der Serie, riecht auch sehr gut, aber ihr Lieben, tuchmaskenmäßig war es richtig schlecht, das war so cremig und glitschig und nein, würde ich nicht mehr nachkaufen. So, jetzt kommen wir zu Waschmittel. Da habe ich von Silan das Young Young Süßgras leer gemacht und das war richtig gut. Ich mag das von Silan, das mit diesen Aromatherapie zum Beispiel, mit diesem Meereswasser oder Rosenwasser oder dieses Mangolia. Riecht auch sehr gut. Ich meine, das war jetzt wirklich okay, aber es gibt bessere Duftrichtungen. Aber ich wollte das unbedingt mal testen und habe mich einmal dafür entschlossen, also einmal zu wechseln. Obwohl ich Lenore wirklich sage, Lenore ist für mich Nummer 1. Einmal beim Action habe ich gekauft Weißer Riese, weil ich, konnte, glaube ich, das Große nicht schleppen. Genau so war das und ich hatte nichts und habe mir das beim Action gekauft für 4,49 €. Hat auch seine Arbeit gut getan, kaufe ich immer nur dann, wenn ich zum Beispiel jetzt nicht so viel schleppen kann. Aber ihr Lieben, man kann das nicht vergleichen zu Persil oder Lenore. Also wie gesagt, Persil ist Persil, auch wenn man nur eine Kapsel raufgeht oder eineinhalb Kapsel, ist die Wäsche richtig schön, sie riecht danach. Und wenn man von Weißen Riesen eine Kapsel raufgibt, man merkt dann richtig quasi, ja, ich weiß es nicht. Man muss auch immer schauen, wie viel Wäsche und so weiter. Das muss man natürlich auch hinten schauen. Aber ich könnte nie eine halbe Kapsel reingeben. Das wäre für mich und für meinen Sohn viel zu wenig. Aber wie gesagt, da steht eh meistens immer, wie viel Kapsel man reingeben muss. Ne? Zum Beispiel, wenn das Wäsche sehr stark verschmutzt ist, muss man eineinhalb reingeben. Und wenn es normal ist, dann nur eine Kapsel, wenn es leicht verschmutzt ist, wenn man sagt, gut, ich habe das T-Shirt nur einmal getragen, es riecht nichts oder so, dann kann man sogar eine halbe reingeben. Aber ich kann mir nicht vorstellen, wenn man bei einer Kapsel, wenn man zum Beispiel Kinder hat oder auch wir Erwachsene schwitzen ja und so, dass man da nur eine halbe Kapsel, ich meine, bei Vorhängen und so sehe ich es noch ein, aber bei Unterwäsche oder so, das wäre für mich ein No-Go. Ich weiß, dass viele sparen wollen, ja. Ich meine, wie gesagt, wenn das danach frisch riecht, okay. Aber ich kann mir das halt nicht so vorstellen. Ne? So, mein letztes Produkt für die Wäsche habe ich von Airwick. Das ist ein Wash Skin Booster Rosengarten. Das war richtig, richtig gut. Das gibt es beim Action. Ich weiß nicht, ob es der Action noch hat, aber wenn er es haben sollte, würde ich das auf jeden Fall wieder kaufen. Das gibt man sich in sein Weichspüler. Ich glaube, ich habe jetzt schon 2 Flaschen oder so. Das ist richtig, richtig gut. Und ihr Lieben, ich habe was vergessen. Ich habe hier von Elf ein Primer Mist. Gibt es nichts mehr. War ganz okay. Und ja, den werde ich jetzt entsorgen. Da gibt es nichts mehr. Das war halb so ein Primer vor Make-up. Fand ich richtig super. Ich habe es auch ab und zu in Kühlschrank gegeben. Dann war das Ganze noch ein bisschen besser. So wie Milk, so ein bisschen. Ne? Und ja, hat mir sehr gut gefallen. Wie gesagt, halb 11 kann man ja leider jetzt nur noch online bestellen. Aber ich habe damals sehr viel zugeschlagen, wo die aus dem Sortiment gegangen sind. Und genau, ihr Lieben. Ja, meine Lieben, das war's jetzt von mir, von meinen aufgebraucht, ja, also das würde ich mir sehr gerne noch einmal nachkaufen und das war richtig, richtig gut, also das war richtig gut, genau. Ja, ihr Lieben, ja, also wie gesagt, bei denen kann ich euch wirklich sagen,
vielleicht doch was anderes nehmen. So, genau, meine Lieben. Ja, das war jetzt von meinem Aufgebrauch. Ich hoffe, das Aufgebrauch hat euch gefallen. Wenn ihr irgendwelche Produkte von hier habt und euch ein bisschen vielleicht sogar Inspiration geholt habt, vielleicht was ihr besser kaufen könnt, ja, schreibt es mir gerne in den Kommentaren. Schreibt es mir auch in den Kommentaren, ob ihr von da das Öl habt. Und ihr könnt es mir auch gerne schreiben, ob das jemand schon mal getestet hat oder nicht. Also mir hat es persönlich keine Energie gegeben. Genau, meine Lieben, das war es jetzt von mir. Danke fürs Einschalten und ich wünsche euch einen wunderschönen Tag, je nachdem, wann ihr das Video eingeschaltet habt. Und jetzt würde ich sagen, bis zum nächsten Mal, eure Lola.